Moin Moin und Hallo! Herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute TechLife RTD 35ACL. Kann sich jeder merken, oder? Ist doch einfach. RTD 35ACL. Advanced Multifunktionswerkzeug mit 80 Zubehörteilen und 4 Aufsätzen zum beliebten Allrounder für Hand- und Heimwerker. Wie mich. Inklusive Schutzhaube. Yeah, geil. Das Ding soll also jetzt uns bei der Arbeit zu Hause behilflich sein, weil es ein Multitool ist. Also, hier seht ihr die Verpackung. Sieht schön aus. Ist aus recyceltem Material. Außer die Folie, die ich gerade abmache. Die ist nicht so schön, aber irgendwie muss es ja geschützt werden. Okay? So, jetzt gucken wir uns mal an, was das so ist. Ne? Boah, wir öffnen es und zum Vorschein kommt ein cooler Koffer. Ein echt cooler Koffer. So, das Ding. Obsägen, trennen, schleifen, schaben, fräsen, schneiden, kürzen oder raspeln. All dies ist möglich mit diesem einen Gerät. Denn es ist ein Multitool. Ein multifunktional einsetzbares Gerät. Man hat eine einstellbare Drehzahl und einen Ein- und Ausschalter. Das heißt, wir können so präzise vor uns hinarbeiten. So, erstmal gucken. Wir haben hier einen schönen Koffer. Das heißt also, hier ist alles schön drin, weil mehr war ja auch nicht drin. Das heißt, in diesem kleinen, kompakten hier sind die 80 Zubehörteile und 4 Aufsätze drin. Gut, dann schauen wir mal. Oh cool, ist ja nicht zum Klappen, sondern zum Sliden. Sliden ist immer besser, weil dann bricht weniger ab. Nach ein paar Benutzungen, ein paar Jahren etc. So, leg's mal so hin, dann sieht man alles. So sieht's also aufgeklappt aus. Und wir haben jetzt hier also diverse Sachen. Fangen wir an mit dem Papierzeugs. TechLife, das ist wohl Werbung. Warranty Card, okay, Garantiekarte. User Manual, Englisch, Deutsch ist auch dabei, sehe ich gerade. Und noch andere Sprachen. So, User Manual ist auch dabei. Dann gucken wir uns hier an. Das hier ist, das wird ein Griff sein. Ja, ne, weil er ist so gut geformt hier. Ich denke mal, das ist zum Anpacken. Das sieht aus mir wie ein Griff. Das sieht ein Handgriff aus. Okay, genau gefertigt. Dann haben wir hier so, ein Schnellfutter könnte das sein. Sieht zumindest so aus, ne? Das ist so eine, oder eine Führung vielleicht, weil hier kann man irgendwas arretieren. Ne, hier kommt was durch. Hier mit einer Arretierschraube kann man es dann befestigen. Okay. Was haben wir noch im Angebot hier? Ein bisschen Zeugs zum Schutz. Das brauchen wir nicht mehr. Das hier ist cool. Guckt euch das mal an hier. Ey. Das ist ja wie bei meinem, wie heißt das Ding? Das ist ja eine Verlängerung, wo man, ja, jetzt verstehe ich das. Das hier kann man also an das Multitool dran schrauben. Hier drin ist eine Welle. Seht ihr die Welle da? Diese Welle, mal gucken, ob ich das mit der Hand hinkriege. Ja, wenn ich da andrehe, hier drehe ich dran. Dann dreht sich die Welle hier in dieser Verlängerung, in dieser flexiblen Verlängerung, dreht die sich und wird also so dann erstens als Verlängerung fungieren und zweitens auch noch, um in komische Ecken reinzukommen. Cool. Also das hier ist auch noch dabei. Das ist also so eine Verlängerung inklusive flexibler Wellen. Verlängerungsgedöns. So, hier haben wir so einen Schutzmembran hier oben drauf, die durchsichtig ist, die ist klar. Das heißt hier, die kann man auch an das Multitool vorne dran machen, um sich vor Splittern, vor Funken zu schützen. Cool. So, jetzt, wir arbeiten uns langsam vor, haben wir hier einen Haufen Zeugs noch dabei. Wir haben so einen kleinen, süßen, schnuckligen Mini-Maulschlüssel. Oh, wie süß. Dann haben wir hier, was ist das denn? Ein Schleifstein wird das sein. Das wird ein Mini-Schleifstein sein, um
etwas anschweifen zu können, was jetzt nicht, aber ich denke mal, das setzt man nicht in das Multitool ein, sondern das wird eher sein, um Werkzeuge etwas anzuschleifen. Dann haben wir hier so eine ganz kleine süße Schraube. Das sind wohl Spannstangen. Genau, hier kann man etwas nämlich reindrücken. Hier, schaut euch das mal an. Da sieht man das, ne? Das sind so Aussparungen. Okay, dann haben wir hier diverse Arbeitskumpels. Das sind Schleifscheiben mit Schaft. Hier ist der Schaft, hier ist die Schleifscheibe und das ist so etwas rau. Das ist wie Sandpapier, nur halt gepresst. Ne? Das ist, und da haben wir diverse unterschiedliche von. Hier haben wir zum Beispiel etwas Sandpapier drum gewickelt, sehe ich, genau. Und verschiedene Größen etc. Hier, das da ist auch cool. Das ist wie so ein Bohrer. Ne? Wenn der rotiert ganz schnell, dann kann man dann, auch durch meine Hand könnte man gut bohren. Ne? Dann hat man hier einen richtigen Bohrer, sehe ich gerade. Genau. Hier ist ein ganz richtiger Bohrer. Hier haben wir noch Ersatzkumpels, also Ersatz-Sandpapier für diesen Aufsatz hier. Das ist ja so. Das kriegen wir da drüber gestülpt. Genau, so, den müsst ihr da drüber stülpen und schon habt ihr Sandpapier, womit ihr etwas abschleifen könnt. Dann haben wir hier so ein Brush, also hier eine, das ist ja wie eine Metallbürste, ne? Wie eine Stahlbürste. Damit könnt ihr also an der Seite dann etwas bearbeiten. Also hier haben wir die Zusatz, die Reserve. Hier haben wir nochmal zwei Bohrer, die sind etwas kleiner. Bohrer haben wir. Ein Brush haben wir, hier ist das, noch ein Bohrer und dann haben wir diverse kleine Aufsätze. Im Prinzip ist das wie so ein Bohrer beim Zahnarzt, nur halt etwas größer dimensioniert, weil wir ja Werkstücke damit bearbeiten wollen und nicht so ganz fein sein müssen. Außer natürlich, ihr geht tiefer runter, da irgendwann wird es auch kleiner. Was haben wir denn hier? Wir haben einen Imbus. Dann haben wir hier noch anders geformte Schleifscheiben mit Schaft. So. Was ist das denn? Also hier ist der Schaft. Ah, hier kann man etwas, jetzt verstehe ich das. Da können wir gleich was festmachen, das zeige ich euch noch. Was haben wir hier? Hier haben wir, ja, auch einen Bohrer, ne? Aber nur ganz kurzer. Ne? Damit kann man wohl ein Gewinde reinschneiden. Dann haben wir hier noch ein paar Schleifscheiben. Jetzt, das ist eine ganz, ganz lange Schleifscheibe. Und hier, was kommt jetzt? Hier ist ein Kopf. Ein ganz Kopf. Ein kopfmäßiger Kopf. Aber der ist beschichtet mit etwas Raum. Das heißt also, das ist so wie so ein Diamantbohrer zu sehen. Und dann haben wir das Gleiche auch noch beschichtet mit so einem Granulat. Um dann punktgenau, wenn ihr zum Beispiel hier euch auf den Finger gehauen habt, könntet ihr das damit anbohren. Aber es ist jetzt nicht zum Nachahmen gedacht. Dann, was haben wir denn hier? Trennscheiben in Mini. Das ist ja wie bei einer Flex, ist das. Nur halt in klein. So, das sind kleine Trennscheiben. Ich hole mal eine raus. So, hier, komm mal zu mir, du kleine Trennscheibe. Hallo? Da. Ja, das sind kleine Trennscheiben. Die gibt es auch in groß. Die kennt ihr dann von den großen Winkelschleifern. Und die kommt hier rein. Hier, das Ding brauchen wir dafür. Dann brauchen wir dafür unser Multitool, was dabei ist. Hier. Wir lösen also die Schraube hier oben an. Drehen sie hoch. Jetzt wird es ein bisschen friemelig. Wir dürfen nämlich jetzt die Unterlegscheiben nicht versaubeuteln. So, jetzt haben wir diese Schraube hier rausgeholt. Eine Unterlegscheibe bleibt drauf. Auf der Scheibe. Dann gehen wir durch die Trennscheibe damit. So. Durchgehen. Genau. Und auf der anderen Seite kommt dann auch wieder unsere Unterlegscheibe. Zack. Dann sieht das so aus. So, Unterlegscheibe, Trennscheibe, Unterlegscheibe, Schraube, Schraubenhals. So, und jetzt drehen wir die wieder hier rein. Wow. Fummelig. Ich sitze natürlich auch hier ein bisschen uncool dafür. Wenn ihr das ganz normal macht, bei euch zu Hause ist es viel einfacher.
Aber was tun wir nicht alles für die Community? So, festschrauben. Boah. So, eins. Und festschrauben, 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 festschrauben. So. Schon haben wir unsere Trennscheibe nun fertig, um diese Trennscheibe mit dem Multitool zu verbinden. So, dann haben wir hier noch mehr Schleifpapier. Es ist das gleiche wie die Trennscheibe, nur halt nicht zum Trennen von Objekten, sondern um etwas anzuschleifen. Genau, das ist Schleifpapier, Sandschleifpapier. Und das machen wir genauso fest, wie ich das da gerade schon hier gesagt hatte. So. Und die Dinger sind auch cool. Das ist Filzpolierscheiben. Davon haben wir verschiedene große, jeweils zwei Stück. Damit könnt ihr also Edelstahl zum Beispiel polieren. Das kommt dann, würde dann auch dadurch passen und dadurch kommen. So, das ist ja schon mal geil. Okay, das heißt also, das ist das Zubehör. Hier unten ist es. Da, alles voll. 80 Stück. Ich habe es jetzt nicht wunderschön hingestellt, aber das ist alles dabei. Und jetzt kommen wir zu unserem Hauptfreund. Das ist das Multitool selber. Das sieht dann so aus. So, hier haben wir ein langes Kabel mit einem Stecker für euer 240 Volt Steckdose. Und dann haben wir hier auf der Unterseite und Oberseite, das ist ja cool. Hier können wir die Kohlen, die den Motor da drinnen betreiben, können wir auswechseln. Oben und unten haben wir also Zugang zu den Kohlen. Sehr schön. Damit man das Gerät, wenn die Kohlen irgendwann mal aufgebraucht sind, auch nochmal benutzen kann. Also nicht die Kohlen, sondern den Elektromotor da drinnen. Wenn wir nämlich die Kohlen wechseln, kann er wieder fahren. So, hier haben wir einen An- und Ausschalter. An und aus. Hier oben haben wir 6-fach-Speed, 5, 4, 3, 2, 1. Also hier könnt ihr die Drehzahl ändern. Hier ist noch was zum Aufhängen für eure Werkbank. Und was haben wir hier vorne? Hier vorne haben wir einen Knopf. Und hier haben wir etwas zum Aufdrehen. So, das heißt also, hier ist jetzt die Welle, die sich da dann bewegt. Die können wir arretieren mit diesem Knopf hier. Das ist auch wie bei einer, wie bei einem Winkelschleifer. So können wir nämlich die arretieren und können etwas einbauen. Okay, verstehe. Hier vorne, denke ich mal, können wir super das Ding jetzt reinbauen. Da drüber ist ein Gewinde drin. Ja. So, das heißt also, das drehen wir da vorne drauf. Und haben jetzt einen Schutz vorne. Können den jetzt natürlich nicht mehr drauflegen. Und nun können wir hier dann eins der Multitools einbauen. Gehen wir mal davon aus, ihr würdet gerne das Ding da einbauen. Das heißt also, jetzt können wir dieses Teil hier vorne dann auch hineinsetzen. Ne? So, also, die kommen gleich vorne drauf. Dann können wir es benutzen. Die anderen Sachen sind klar. Vielleicht noch, wie wir den hier reinkriegen. Ich glaube, der muss auch da vorne dran. Also den könnte man noch mit equippen da vorne. Also ist schon mal cool. Echt cool sieht das aus. Und das alles und noch viel mehr bekommt ihr in diesem einen Paket. Und es ist im Prinzip alles dabei, was man so braucht. Natürlich nur im Kleinen. Ne? Also jetzt die 5 cm dicken Stahlteile könnt ihr damit jetzt nicht trennen. Das ist wirklich für Feinarbeiten. Also für feine Sachen, um etwas anzuschleifen, um etwas zu härten, um etwas zu schärfen. Zum Beispiel eine Axt oder irgendwelche anderen Werkzeuge könnt ihr damit dann schön scharf wieder machen. Oder ihr könnt auch etwas gravieren. Dafür war die ganze Spitze. Wo ist die Spitze hin? Diese schöne Spitze hier ist zum Gravieren zum Beispiel. Die ist zum Gravieren da. Oder ihr könnt etwas fräsen. Ihr könnt damit auch bei der Holzarbeit, könnt ihr zum Beispiel dann mit dem Schmügelpapier hier die Seiten entgraten. Boah, ist alles Mögliche. Und wenn ihr das hier dran macht, also auf die andere Seite, da dran macht, dann habt ihr das sogar als Verlängerung und wie so ein Stift könnt ihr den benutzen hier. Also ist echt cool.